Drei Dinge, die mir aktuell bei F1.23 so gar nicht gefallen. Eigentlich schon fast vier. Aber wir kommen erstmal zu den drei wesentlichen. Zum einen startet die KI hier richtig schlecht. Egal auf welcher Reifenmischung ihr unterwegs seid, egal mit welcher Reifentemperatur ihr unterwegs seid, die KI kommt nicht so richtig in die Gänge. Ich habe es jetzt hier abende Male probiert, ob auf Softreifen, da kommen wir sowieso gut weg, aber auf harten Reifen mache ich meine zwei bis drei Plätze gut und kann bis mitunter auch auf den ersten Platz kommen. Eine weitere Sache, die mich tatsächlich stört, ist halt mitunter auch, dass die KI ziemlich rabiat fährt. Sie räubert hier teilweise über die Curbs, versucht einen so ein bisschen den Weg abzuschneiden und versucht, ja, an Kurvenpunkten zu überholen, wo es vielleicht nicht so ratsam wäre, und so kommt schnell mal zu Unfällen. Also ich weiß ja nicht, ob ich so falsch liege, aber klar, ich verpasse den Bremspunkt und Hamilton könnte, oder sagen wir mal, die KI könnte eigentlich sehen, okay, da ist Lücke zwar da, aber dann fahre ich doch nicht immer weiter nach außen, wo kein Platz mehr ist. Also, ich war jetzt nicht von der Strecke weg. Viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ich muss schon gucken, wenn ich auf die Strecke zurückkomme, aber ich fahre ja nur abseits der Ideallinie. Ich fahre jetzt nicht außerhalb der Strecke gewesen und trotzdem fährt er mir volle Kanne rein. Und somit kommen wir auch zum dritten Punkt, der mir gar nicht so gut gefällt. Das ist immer noch ein Fehler vom letzten Jahr. Wir verunfallen jetzt hier in der Situation, kommen zurück auf die Strecke und es kommt zu einem Massencrash bzw. zu einem größeren Stau. Ihr seht es hier staut sich das überall. Und was jetzt ein bisschen problematisch ist, klar, wir haben hier ein paar zerstörte Fahrzeuge, aber auch einige Fahrzeuge, jetzt bleibt nämlich hier alles so ein bisschen stehen, die jetzt nach und nach jetzt disqualifiziert werden. Und somit kommt es mal sehr schnell, ja, zu einem Rennverlust von insgesamt 8 bis 9 Fahrzeugen wegen einem Unfall. Ja, und so kommen wir eigentlich auch schon doch zu Punkt Nummer 4. Den will ich doch nochmal erwähnen, weil das ist das gesamte Konstrukt dahinter. Es wurden hier und da ein paar Sachen verändert, die tun sich nicht gut miteinander. Zum einen die Steuerung. Sie ist einfacher, sie ist vielleicht auch irgendwie besser, aber sie ist manchmal mir zu einfach. Also es wurde irgendwie verschlimmbessert. Zum einen, wenn ihr zum Beispiel wie ich ohne Traktionskontrolle fahrt, ihr habt nicht mehr das Gefühl, als würdet ihr dies tun. Das heißt, es fühlt sich so an, als würdet ihr mit der Traktionskontrolle fahren. Ihr habt viel mehr, ja, sagen wir mal, viel mehr die Führung von eurem Fahrzeug, wenn es zum Beispiel mal zu einem Fehler kommt. Ihr könnt den Wagen besser abfangen. Das ist alles eine schöne Sache. Aber im gleichen Atemzug wurde die KI einfach mal ein bisschen heruntergeschraubt. Sie bauen mehr Fehler ein, vom Start hinweg sowieso. Und so mischt sich das Ganze zu einem, ja, der Start wird eine kleine Farce. Wir gewinnen immer, egal mit welcher Reifenmischung und egal wie warm die Temperaturen der Reifen sind. Aber auch, dass die KI vermehrt Fehler auf der Strecke fabrizieren. Wie zum Beispiel Unfälle, die denn zum Beispiel in solchen Massencrash führen. Also das heißt, zum einen für uns wurde es vereinfacht mit der Steuerung und die KI, dem wurde mehr Fehler programmiert. Wird sich bestimmt noch alles ändern, aber das sind auf alle Fälle die drei bis vier Punkte, die mir aktuell bei F1.23 so gar nicht gefallen.